Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion! Wohnen ist eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit. In Zeiten der Niedrigzinspolitik werden Immobilien zu attraktiven Anlagemöglichkeiten, und dies nicht vor allem für die, die ihre geringe Altersvorsorge aufbessern wollen, sondern wir beobachten zunehmend für profitorientierte oder gar börsennotierte Unternehmen. Unter explodierenden Bodenpreisen und steigenden Mieten leiden vor allem die Menschen. Und Sachsen ist ein Land der Mieterinnen und Mieter. 2/3 der Sächsinnen und Sachsen wohnen zur Miete. Es ist kein Geheimnis, stark steigende Mieten, vor allem im Neubau und bei Neuvermietungen, sind vor allem ein Problem der Großstädte. Laut Sozialreport der Stadt Leipzig stiegen die Angebotsmieten in Leipzig zwischen 2013 und 2018 um 30%, in neueren Wohngebäuden sogar um fast 50%. Die derzeit in vielen Vierteln der Stadt aufgerufenen Kaltmieten im Neubau beginnen in der Regel bei ca. 10 Euro den Quadratmeter kalt. In Dresden gestaltet sich das Bild ähnlich. In der städtischen Bürgerinnenumfrage 2018 wurden steigende Mieten noch vor Pegida als gravierendstes Problem wahrgenommen. In beiden Städten müssen bis 2025 jeweils 10.000 Sozialwohnungen entstehen, um die Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Und das ist sicher noch niedrig gestapelt. Und auch aus kleineren Städten Sachsens und Landkreisen Sachsens sind bereits Bedarfsmeldungen zu vernehmen. Dabei ist gerade die Stadt Leipzig besonders gebeutelt. Im Jahr 2015 fielen in Leipzig mit einem Schlag über 20.000 Wohnungen aus den Belegungsbindungen. Und erst im Jahr 2017 konnte sich die Staatsregierung dazu durchringen, wieder eine Förderrichtlinie für die soziale Wohnraumförderung aufzulegen. Die Bundesmittel, die Sachsen für sozialen Wohnungsbau bekam, wurden bis dahin und auch fortfolgend zweckentfremdet eingesetzt. Eigenheime auf dem Land statt Sozialwohnungen in den Städten. Diese Praxis moniert inzwischen sogar Bundesbauminister Horst Seehofer, den ich ja wahrlich nicht gewöhnlich zitiere, und fordert die Länder auf, auf die Bundeszuweisungen eigene Mittel aus dem Haushalt draufzulegen. Wir können den Berichten aus Dresden und Leipzig entnehmen, wie schleppend die Errichtung der neu geförderten Wohnungen vonstatten geht. Man kann die in Leipzig an ein paar Händen abziehen. Der Leidensdruck von Menschen, die im Sozialleistungsbezug sind, von Menschen mit geringem Einkommen, für Alleinerziehende, für große Familien oder für Rentnerinnen und Rentner, wird dagegen immer größer. Wohnen ist ein elementares Bedürfnis und kann durch kein Ersatzgut substituiert werden. Die Wohnraumversorgung ist aufgrund der hohen Bedeutung Bestandteil der Daseinsvorsorge und ist auch in unserer sächsischen Verfassung als Staatsziel verankert. Wie Sie wissen, ging im Zuge der Föderalismusreform im Jahr 2007 die Gesetzgebungskompetenz im Bereich des Wohnungswesens auf die Länder über. Der Freistaat Sachsen handelt in diesem elementaren Bereich, aber trotzdem stiefmütterlich, so muss man das nennen. Und hier knüpft unser Gesetzesentwurf an. Kurz und knapp, wir wollen weg vom Prinzip der Förderrichtlinienlogik. Wir wollen Klarheit, wir wollen Rechtsverbindlichkeit, wir wollen eine gesetzliche Grundlage für die soziale Wohnraumförderung in Sachsen. Wir wollen eine aktive staatliche Wohnungspolitik. Wir bringen darum ein Gesetz hier wieder ins Verfahren, das wir bereits am Ende der vergangenen Legislatur eingebracht hatten. Wir verbinden damit die Hoffnung, dass die neue Koalition die positiven Zeichen, die wahrlich im Koalitionsvertrag zum Thema Wohnraumversorgung zu finden sind, auf eine vernünftige Basis gestellt werden. Wir machen Ihnen quasi ein Angebot dafür. Mit der Beschlussfassung des Landtages über den vorliegenden Gesetzentwurf zöge der Freistaat Sachsen mit der Gesetzgebung in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein gleich. Der Gesetzentwurf, ich will das knapp benennen, hat drei Schwerpunkte. Erstens die Verstetigung der sozialen Wohnraumförderung auf einer gesetzlichen Grundlage. Zweitens die Anhebung der Einkommensgrenzen zum Bezug eines Wohnberechtigungsscheins. Und drittens die Einführung eines sächsischen Wohnraumberichtes. Im Gegensatz zu den Voraussetzungen der auch zeitlich befristeten Förderrichtlinien im Freistaat Sachsen zu nennen sind, die zu gebundenem Mietwohnraum, die zu Familienwohnungen oder zur integrativen Quartiersentwicklung, die alle nur sehr spezifische Förderperspektiven haben, sehen wir, dass durch die Verankerung von Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung durch ein Gesetz die dauerhafte und die verstetigte Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum
deutlich besser gewährleistet und auch kontinuierlich und auf die Zukunft gerichtet. Ganz wichtig zum zweiten Punkt ist uns mit diesem Gesetz die Erweiterung der Personen, der Menschen, die in mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen leben können, also die das Recht haben, über einen Wohnberechtigungsschein dort einzuziehen. Ich will Ihnen jetzt nicht die Zahlen vorbeten, das können Sie im Gesetzesentwurf nachlesen. Sachsen ist hier an einer unteren Grenze im Rahmen der vom Bund vorgegebenen anrechenbaren Einkommensgrenzen. Wir wollen diese Einkommensgrenzen erheblich erhöhen und somit die Menschen gerade im Niedriglohnland Sachsen stützen, sich den steigenden Mieten zu erwehren. Und dazu sei auch noch gesagt, die Einkommensgrenzen sind nach unserem Vorschlag auch jährlich zu dynamisieren, also an die Preisentwicklung anzupassen. Last but not least, das Berichtswesen ist keine Nebensache in unserem Gesetzesentwurf, sondern ein recht zentraler Punkt. Wir wollen mit unserem Gesetzesentwurf einen jährlichen Wohnraumbericht initiieren, mit dem das zuständige Ministerium zur Entwicklung der Versorgung der Bevölkerung in Sachsen mit leistbarem Wohnraum berichtet und darin auch statistische Daten zur Mietenentwicklung, zur Mietbelastung der Bevölkerung, zu den Wohnungsbeständen, aber auch zur Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit regelmäßig uns dem Landtag etwas vorlegen soll. Genau diese Grundlage brauchen wir, um eine aktive und wirksame soziale Wohnungspolitik in Sachsen machen zu können und zu steuern. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es gibt zahlreiche Fragen im Bereich der Wohnungspolitik, die wir mit diesem Gesetzesentwurf nicht regeln können. Das will ich einräumen. Die Höhe der Fördermittel, die wir zur Verfügung stellen, ist eine Haushaltsangelegenheit. Die Miethöhen, die mit einer Förderung erzielt werden, die in Leipzig zum Beispiel viel zu hoch liegen für Sozialbedürftige, oder auch die Dauer der Belegungsbindung oder der Sozialbindung, die mit sozialer Wohnraumförderung verquickt sind. Das können wir mit dem Gesetz nicht regeln. Wir bieten mit dem Gesetzentwurf allerdings eine wichtige Grundlage, erstmal eine Basis zu schaffen für das Thema. Wir sind gespannt auf die Diskussion in den Gremien und hoffen darauf, dass Sie mit uns dafür sorgen, dass das Menschenrecht auf Wohnen, auf eine leistbare und angemessene Wohnung in Sachsen Realität wird. Ich danke Ihnen.